Seid alle herzlich gegrüßt. Wir wollen heute fortfahren in unserem Offenbarungsstudium und haben ja eine kleine Unterbrechung gehabt, aber wir wollen fortsetzen und wir sind heute im Kapitel 14 angekommen. Und Kapitel 14, da wollen wir 5 Verse betrachten, nämlich Verse 1 bis 5. Und uns begegnet hier das Lamm. Das Lamm und die Seinen, so ist es jedenfalls in meiner Bibelausgabe überschrieben. Und wir lesen gleich mal den ersten Vers, Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Ja, also wir haben hier das Lamm und das ist ja gar keine Frage, wer ist das Lamm? Das ist Christus, ne? Welchen Vers können wir dafür hernehmen? Wer ruft ihn rein? Nur die Angabe. Super, Johannes 1, 29. Und jetzt haben wir aber hier auch ihn stehen auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Auf dem Berg Zion stehen 144.000 mit ihm. Jetzt wollen wir mal drüber nachdenken, über Zion, damit wir das ganze Bild verstehen. Zion ist ja eigentlich die Stadt Davids. Und jedenfalls begegnet uns hier Zion zum ersten Mal. David, ein König von Israel, der immer wieder Beispiel gegeben hat für die Königin, die nach ihm kam und im Grunde genommen auch ein Bild ist auf den kommenden Christus. Und Zion ist ein Synonym für Jerusalem oder auch die Töchter Zions oder die Tochter Zions ist ein Synonym für? Gemeinde. Ja, für die Bewohner, für die Einwohner von Zion, ne? Und natürlich dann auch irgendwo für das Volk Gottes, ein Synonym für das Volk Gottes. Wir wollen mal einen Vers lesen, der uns auch weiter einführt in dieses Symbol Zion, denn uns interessiert nicht irgendwie eine alte Stadt oder eine alte Festung, in der einmal David gelebt hat oder regiert hat, sondern wir wollen seine biblische Bedeutung besser erfahren. Psalm 48, Verse 2 und 3. Psalm 48, 2 und 3. Und wer den Text hat, der darf ihn auch gern mal lesen. Groß ist der Herr, der hochgerühmt in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berg. Schön ragt der Berg Zion, die ganze Welt freut sich im äußersten Norden empor, die Stadt des großen Königs. Ja, also hier habe ich schon mal unterstrichen, wo wir die Begriffe wiederfinden. Also auch nicht unterstrichen noch in Vers 2, heiligen Berg, also hier ist wieder vom Berg die Rede, aber Vers 3 sagt ja dann auch der Berg Zion. So, es gibt also dort einen Berg, der heißt Zion und an seiner Seite gegen Mitternacht, also so die Nordseite, liegt die Stadt des großen Königs. Und das ist ein Ort, wo Gott wohnt. Also wenn wir den Begriff allein auf das Irdische beziehen wollen, dann greift dieser Gedanke viel zu kurz. Denn wir lesen beispielsweise in Psalm 9, Vers 12, dass Gott dort wohnt. Psalm 9, Vers 12. Ja, und hier habe ich gleich auch noch ein paar andere, die können wir da ja auch gleich noch mit hinzufügen, aber wir schauen uns den mal an. Psalm 9, Vers 12. Lobet den Herrn, der zu Zion wohnt, verkündigt unter den Völkern sein Tun. Also ganz klar, wo wohnt der Herr? In Zion. Ja, also
Das ist hier eine Aussage, dass dort Gott wohnt. Also Zion ist der Ort, wo Gott wohnt. Und wir wissen ja, wenn Gott sagt, dass er bei den Menschen wohnt, im Heiligtum oder wo auch immer, dass er unter ihnen wohnt, ist das, tut das der Tatsache keinen Abbruch, dass eigentlich sein Thron im Himmel ist, oder? Dass er eigentlich dort oben ist. Und genauso ist es ja mit dem Jerusalem hier auf Erden, mit dem Zion hier auf Erden. Es gibt ja auch ein himmlisches. Und genauso sind diese Worte auch zu verstehen. Auch die anderen, die ich jetzt hier an der Wand habe, Psalm 74, 2, an den Berg Zion, darauf du wohnest. Oder Psalm 76, 3, zu Salem ist sein Gezelt und seine Wohnung zu Zion. Also es ist auch ein Ort im Himmel. Und so verstehen wir dann auch diese Worte hier aus Psalm 134, 3. Der Herr segne dich aus Zion, der Himmel und Erde gemacht hat. Oder Psalm 20, Vers 3. Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion. Nicht? Wo ist das wahre Heiligtum? Im Himmel. Oder Psalm 125, 1. Die auf den Herrn hoffen, die werden nicht fallen, sondern ewig bleiben wie der Berg Zion. Hier wird der Berg Zion als ewig bleiben dargestellt, also hat auch Ewigkeitswert, weit über diese Erde hinaus. Aber was bedeutet es jetzt, und das ist ja die eigentliche Frage, wenn Jesus mit den 144.000 auf dem Berg Zion steht? Das ist ja ein Bild, das gibt eine Bedeutung. Und die Frage fällt uns vielleicht leichter, wenn wir diese Aussage mal nicht so als ganz selbstverständlich hinnehmen. Ich frage euch mal, zu welchem Berg hätten sie denn sonst kommen können, die 144.000? Das ist jetzt keine rhetorische Frage. Zu welchem Berg hätten sie sonst kommen können? Was kennt ihr denn noch für Berge? Den Hügel Golgatha. Okay, den Hügel Golgatha, bitteschön. Hartmut? Den Horeb. Ja, den Horeb, ne? Das ist auch, wie nennt man ihn noch? Auch der Berg des Herrn. Auch der Berg Sinai, ne? Genau. Also, was ist am Horeb geschehen, am Sinai? Dass sie die Gesetze empfingen. Genau, da empfing das Volk Gottes die Gesetze. Wir wollen das mal lesen. Hebräer, Kapitel 12, Vers 18. Da werden nämlich diese beiden Berge gegenübergestellt. Und das Kommen zu diesem Berg wird in seiner Bedeutung erklärt. Hebräer 12, wir lesen Vers 18. Erstmal bis 21, bitte. Achso, ich habe es ja auch hier für euch. Hier habt ihr den Berg Sinai. Nicht, das ist der Berg oben, das Feuer. Da kam Gott hernieder und hat dem Volk die 10 Gebote dargebracht. Und da Donner, Posaunen und Erdbeben, Blitzen und so weiter. So, jetzt darf mal jemand lesen. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte und nicht in Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter und nicht zum Schall der Posaune und zum Ertönen der Worte, bei denen die Hörer baten, dass ihnen keine Worte mehr gesagt würden. Denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt wurde. Und auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll er gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Hier ist gar keine Frage, welchen Berg hier Paulus meint. Nämlich? Naja, wir haben es ja gesagt, den Berg Sinai. Also es wird ja deutlich an der Beschreibung, keiner durfte den Berg betreten. Und eine Begrenzung durfte nicht übertreten werden, damit er nicht sterben würde. Aber zu diesem Berg seid ihr nicht gekommen. Vers 18. Ihr seid nicht gekommen zu dem Berg.
sondern ihr seid zu einem anderen Berg gekommen. Und das sind die nächsten Verse, Vers 22 bis 24. Bitte weiterlesen. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und Vers 24 noch. Und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Also, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Nicht zu dem Horeb, sondern zu Zion. Und zu der Stadt des lebendigen Gottes, im himmlischen Jerusalem. Warum? Was ist hier der Unterschied? Wofür steht denn der Berg Sinai? Wofür steht er? Im Gegensatz jetzt zu dem Berg Zion. Paulus stellt es ja jetzt gegenüber. Ja, Lothar. Zu dem himmlischen Jerusalem. Ja, im himmlischen Jerusalem. Aber wofür steht jetzt der Berg Sinai und wofür steht der Berg Zion? Bernd. Der Berg Sinai steht für Werksgerechtigkeit und der Berg Zion für Gerechtigkeit aus Glauben. Ja, das ist schon eine Ebene tiefer. Aber eine Ebene drüber könnte man das ja mit den Begriffen ausdrücken, die er hier selber verwendet, in Vers 24. Bernd? Der Berg Sinai ist der alte Bund und der neue Bund ist der Berg Zion. Ja, ganz genau. Nicht dafür stehen sie. Der Berg Sinai ist der alte Bund und der Berg Zions ist der neue Bund. Wir unterstreichen das mal mit dem Galater. Galater 4. Galater Kapitel 4. Und zwar Verse 24 bis 26. So, also können schon immer gern die Mikrofone parat halten, um zu lesen. Bitte sehr. Diese Worte haben tiefere Bedeutung, denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüssel. Einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar, denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, Zion, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Ja, also hier kommen zwei Frauen ins Spiel, aber zwei Frauen werden auch mit Bergen gleichgesetzt. Also sie bedeuten zwei Bundesschlüsse. Und Hagar, das ist die Leibmagd von Abrahams Frau Sarah, mit der er bekanntlich eher ein Kind gezeugt hat, nachdem Sarah unfruchtbar war. Und um die Verheißung Gottes mit Menschenkraft in Erfüllung zu bringen, hat Sarah dem Abraham die Leibmagd gegeben. Und daraus ist Ismael geboren. Aber er war nicht der Sohn der Verheißung. Aber hier steht der Berg Sinai symbolisch dafür, der zur Knechtschaft gebiert. Es ist also ein Bild für den alten Bund. Für den Bund, aus dem der Mensch mit seiner Kraft Gottes Gebote hält. Oder Gottes Verheißung versucht zu erfüllen. Denn wenn sie sich an die Gebote hielten aus ihrer Kraft, dann konnten sie auch die Verheißung empfangen. Aber sie mussten lernen, dass sie es nicht aus eigener Kraft konnten. Und deswegen stellt Paulus dem einen anderen gegenüber, nämlich hier Vers 26, aber das, also oder 25,
Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien, ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt, also für das Irdische. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist Zion, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Und somit stehen die beiden Berge, die wir in Hebräer gelesen haben, für alter und neuer Bund. Und die 144.000 sehen wir jetzt aber zum Berg Zion gekommen. Und das ist ein Bild für den neuen Bund. Und worin besteht der Unterschied zwischen alter und neuer Bund? Wir können es vielleicht so sagen, man kann es auf vielerlei Art ausdrücken, aber ich möchte es mal so sagen, im Sieg über die Sünde. Der neue Bund beinhaltet den Sieg über die Sünde. Während der alte Bund ja schon allein deswegen nicht Bestand hatte, weil Israel ihn nicht gehalten hat, hat Gott den neuen Bund verheißen, in der das Gesetz nicht einfach nur auf Tafeln steht, sondern im Herzen. Wenn das Gesetz auf Tafeln steht und wir die immer nur angucken und vorlesen, das macht unser Herz noch längst nicht zu einem gehorsamen Menschen. Erst wenn das Gesetz Gottes in unserem Herzen ist, dann können wir das Gesetz Gottes tun und einhalten, ihm gehorsam sein. Das ist der Sieg über die Sünde, oder? Wenn das Gesetz in unserem Herzen ist, das ist der Sieg über die Sünde. So schreibt es Hebräer 8, Vers 9 und 10. Hebräer 8, Vers 9 und 10. Nicht nach dem Bund, den ich gemacht habe mit ihren Vätern an dem Tage, da ich ihre Hand ergriff, sie auszuführen aus Ägyptenland. Ja, das ist der alte Bund. Ne? Mhm. Ganz klar, das ist der nicht nach dem Bund, den ich gemacht habe mit ihren Vätern, als ich sie aus Ägyptenland ausgeführt habe. Der Bund vom Sinai, der alte Bund. Weiter. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund, so habe ich ihre auch nicht wollen achten, spricht der Herr. Ja, sie haben gesündigt, sie haben die Gebote übertreten, sie haben sich ein Kalb gegossen und was auch immer. Sondern Vers 10. Denn das ist der Bund, den ich machen will, dem Hause Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will geben mein Gesetz in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist der neue Bund. Der neue Bund zeichnet sich dadurch aus, dass das Gesetz im Herz und Sinn ist und dass das Volk der Gläubigen sich daran hält, an dieses Gesetz. Das muss der Bund sein, den wir auch haben, wenn wir auf der neuen Erde sein wollen. Und das ist die Verheißung des Gehorsams oder des Siegs über die Sünde. Darin besteht der Unterschied zwischen diesen beiden Bündnissen. Und wenn wir jetzt sehen, dass die 144.000 oft an dem Berg Zion sind, dann sehen wir sie dahin gekommen, wo der Hebräerbrief sagt, dass wir dahin kommen sollen unter dem neuen Bund, der uns verheißt, den Sieg über die Sünde zu haben. Und wir erkennen daraus, dass die 144.000 solche sind, die in besonderer Weise einen Sieg über die Sünde erlangt haben. Wir müssen uns mal Folgendes überlegen. Im Grunde genommen können da das Gesetz Gottes die Gläubigen seit Adam an im Herzen tragen. Und das macht der Glaube an die Verdienste Christi jedem Gläubigen auch möglich. Aber wenn wir uns jetzt mal fragen oder beobachten, dann kommt doch die Frage auf, tragen wir das Gesetz Gottes wirklich so im Herzen? Sind wir schon da, wo die Verheißung uns eigentlich hinhaben will? Ist das Gesetz schon so im Herzen, dass wir im Grunde genommen es gar nicht mehr uns vor Augen führen müssen durch die Schrift?
Herr Hartmut will was sagen, bitte. Nein, also wenn wir schon da wären, dann wären die letzten Ereignisse schon längst abgelaufen und wir wären schon versiegelt und der Herr hätte uns schon zu sich genommen. Wir sind auf dem Weg der Heiligung. Mhm. Ja, wir sind dorthin auf diesem Weg und haben jeden Tag zu kämpfen im Glauben, dorthin ja. zu kommen. Aber daraus folgt eben ein Gedanke, nämlich, dass die eigentliche Erfüllung oder die letztendliche Erfüllung dessen, was der neue Bund ja verheißt, ja auch noch gar nicht vollendet ist. Sondern dass diese Vollendung auch noch auf die Vollkommenheit wartet. So wird es auch im großen Konflikt beschrieben. Hier habe ich nur mal einen Halbsatz hier rausgenommen, weil es mir nur um den Begriff geht. So wird die vollkommene Erfüllung der Verheißung des neuen Bundes verwirklicht werden. Und dann kommen Bibeltexte. Die vollkommene Erfüllung der Verheißung des neuen Bundes. Also das heißt, dass der Bund erfüllt ist, natürlich. Aber in vollkommener Weise ihn zu erfüllen, das ist noch etwas, worauf der ganze Himmel wartet. Wir haben ja das auch in Gleichnissen dargestellt, wo die Saat ausgesät wird und dann die Schnitter warten worauf? Bis die Ähre reif ist, damit sie ernten können. Und diese Reife der Gemeinde oder der christlichen Reformation, das ist dann die vollkommene Erfüllung der Verheißung oder diese Reife ist mit der vollkommenen Erfüllung der Verheißung des neuen Bundes verknüpft. Nicht? Wir sehen ja auch, dass dieses Ziel, was Gott mit uns hat, ja noch nicht vollendet ist. Und am Ende wird es ja dann auch heißen, in Offenbarung 14, Vers 12, hier sind sie, die da halten die Gebote. Und das ist ja im wahrsten Sinne zu verstehen. Aber verheißen war es ja auch schon durch die ganze Bibel hindurch. Jesus hat ja auch gesagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus 5, Vers 48. Also das sind die 144.000. Sie stehen mit dem Lamm am Berg Zion. Das heißt, sie haben einen Sieg errungen oder den Sieg errungen. Sie halten die Gebote Gottes wirklich. Sie haben das Gesetz wahrhaftig im Herzen. An ihnen ist vollendet, was der neue Bund von jeher verheißen hat. Und das haben wir auch gesehen, als wir schon im Offenbarungsstudium Offenbarung 7 miteinander studiert haben. Wenn ihr euch erinnert, ihr könnt ja gern ruhig nochmal die Nase auch da reinstecken. Da haben wir ja in den ersten vier Versen die Situation, dass vier Engel stehen an den vier Ecken. Und was machen die vier Engel? Die halten die Winde. Und was würde sonst passieren, wenn die Winde blasen würden? Dann würden die Plagen kommen, dann würde eine Verwüstung kommen, auf die alles vernichtet. Aber worauf sollen denn diese Engel dann noch warten? Da kommt extra ein anderer Engel vom Aufgang der Sonne und der hat das Siegel Gottes. Und worauf sollen jetzt die vier Engel warten? Die sollen noch die Winde halten. Bis was? Bis diese Gruppe versiegelt ist. Und wir kennen die Zahl derer, die versiegelt wurden. Das sind 144.000, Vers 4. Und da sind wir wieder bei der gleichen Gruppe. Die 144.000, die sollen versiegelt werden. Und das soll ganz am Schluss geschehen, bevor diese Winde der Zerstörung über die Welt gehen werden. Und wenn wir jetzt nochmal den Vers 1 anschauen, das Element, das wir jetzt bisher noch nicht so betrachtet haben, dann erkennen wir das Siegel ja wieder. Schaut, wie? Offenbarung 14, Vers 1, der zweite Teil. Da heißt es, und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Da haben wir das Siegel. Also Gottes Name selber versiegelt sie. Und versiegelt werden soll nach Gottes Willen etwas Besonderes in uns allen.
Und hier in den 144.000 in besonderer Weise, nämlich Jesaja 8, Vers 16. Jesaja 8, 16. Hier ist es an der Wand. Wer liest es mal? Ich soll verschließen die Offenbarung, versiegeln die Weisung in meinen Jüngern. Offenbarung und Weisung steht bei dir. In dieser Übersetzung, die wir hier an der Wand haben, heißt es Zeugnis und Gesetz. Das ist aber in dem Fall das Gleiche. Das Gesetz soll versiegelt werden in uns. Und da sind wir wieder bei der Verheißung des neuen Bundes. Das Gesetz Gottes soll im Herzen sein, in Herz und Sinn, also unser Denken auch bestimmen, unseren Glauben, unsere Gedanken. Und das sind die 144.000. In ihnen ist das vollendet. Und so werden die 144.000 uns ja auch beschrieben in den Text, den wir hier untersuchen, in Offenbarung 14, Vers 4 und 5. Jetzt lesen wir diese Verse mal, also ein kurzer Sprung zu Vers 4 und 5, Offenbarung 14, 4 und 5. Bitte sehr. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus dem Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Also welche Informationen erlangen wir hier über die 144.000, die unsere bisherigen Gedanken bestätigen? Vers 4, was haben die nicht? Nicht befleckt, sie haben sich nicht befleckt und? Sie folgen dem Lamm nach, auch sehr gut, genau. Und Vers 5? Sie sind ohne Falsch in ihrem Mund und sie sind? Untadelig, na da steht es doch. Nicht? Untadelig heißt vollkommen. Untadelig heißt vollkommen. Die 144.000 ist die Schar, die vollkommen ist. Und der Herr hat seine Gemeinde, der Übrigen, am Ende der Zeit, genau dahin gebracht, wo der Satan, der Verkläger der Brüder, immer wieder behauptet hat, da können sie nie hingelangen. Und als Jesus auf die Welt kam, da hatte er auch diesen Charakter, diese Eigenschaften der 144.000 in seinem Leben an den Tag gelegt und hat verheißen, dass er uns ein Beispiel gegeben hat und dass wir nachfolgen können seinen Fußtapfen. Und Satan hat dies immer wieder versucht zu verhindern. Aber am Ende wird offenbar werden, dass nicht Jesus einfach nur gekommen ist und etwas vorgelegt erlebt hat, was andere gar nicht erreichen können, sondern die 144.000 ist die Frucht, die offenbar werden wird, um zu zeigen, dass es auch dem Menschen im sündigen Fleisch möglich ist, den Charakter Jesu oder den Charakter Gottes in einer sündigen Welt auszuleben. Das sind die 144.000. Aber wie konnten sie vollkommen werden? Wie konnten die 144.000 vollkommen werden? Das steht in Vers 2 und 3. Offenbarung 14, Vers 2 und 3. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie das Rauschen eines gewaltigen Wasserfalls, wie das Grollen eines mächtigen Donners, und ich hörte den Klang von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Tieren und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die von der Erde erkauft sind. Dankeschön. Also, was? Jetzt stelle ich die Frage noch einmal. Wie konnten sie vollkommen werden? Was verrät der Text? Bitteschön, Bernd?
von dem Lied, welches nur die 144.000 hier erlernen, das ist die, damit ist die Glaubenserfahrung, die 144.000 machen, gemeint. Ja, danke schön. Also durch eine besondere Erfahrung. Die 144.000 gehen durch eine besondere Erfahrung. Und Offenbarung 7, Vers 14 hat es ja auch schon angedeutet. Ich erinnere euch, da heißt es dann, der sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal. Und haben ihre Kleider gewaschen, ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Also sie haben eine besondere Erfahrung und sie sind durch eine besondere Trübsal gegangen. Und schlagen wir mal Offenbarung 15 auf, also ein kleiner Blick voraus. Da sehen wir nämlich auch nochmal ihre Erfahrung beschrieben und jetzt wird es konkreter. Und jetzt knüpfen wir auch wieder an, was wir im letzten Kapitel miteinander studiert haben. Offenbarung 15, Vers 2 und 3. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Hafen und sangen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Also hier ist auch wieder das Lied erwähnt. Hier wird vom Lied des Mose und das Lied des Lammes berichtet. Aber hier steht diese Gruppe und wird beschrieben als solche, die den Sieg behalten hatten über was? Über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens. Also wir sehen hier, dass dieser Komplex, den wir ausgiebig in Offenbarung 13 hier miteinander studiert haben, hier wieder auftaucht. Das heißt, aus diesem Konflikt um das Siegel, um das Mahlzeichen, um das Tier und sein Bild, das Bild des Tieres, aus diesem Konflikt kommt dir eine Schar hervor, von der Gott sagen kann, hier sind die, da halten die Gebote Gottes. Hier ist eine Schar von 144.000, die sind vollkommen. An ihnen ist der ewige Bund erfüllt. Sie sind ein Beispiel dafür, dass der Mensch im sündigen Fleisch verbunden mit Gott nicht sündigt und dass er überwindet. Hier sind die Überwinder, die Übrigen. Sie sind aus einer besonderen Trübsal hervorgegangen. Und offensichtlich haben die 144.000 diesen Konflikt überlebt, denn das ging ja auf Leben und Tod. Wir haben ja gehört davon, dass das Mahlzeichen eine Gesetzgebung ist, die alle Menschen zwingt, unter anderem der Todesstrafe, den Sonntag heilig zu halten und die Gebote Gottes aber zu übertreten, also sprich den Sabbat, der in der Bibel als das Siegel bezeichnet wird. Und die ganze Welt ist involviert in diesen Konflikt. Und da werden, die Bibel schildert auch, dass es auch dort Tote, Märtyrer gibt. Christus nennt sie die Zeit einer Trübsal, wie sie nie gewesen ist. Und das betrifft die Intensität. Ja, Hartmut. Wir dürfen auch nicht vergessen, bei den 144.000, dass sie imstande auf dieser Erde sozusagen ohne himmlischen Vermittler sind. Ja, weil Jesus das vermittelnde Werk ja bereits abgeschlossen hat. Und sie müssen ohne Mittler, ohne Sünde bleiben und das alles überwinden durch die Kraft Gottes. Ja, also eine besondere Zeit durchleiden sie. Und sie haben diese Zeit auch überlebt. Das ist ja der letzte Konflikt, wenn wir das auch noch in weiteren Verlauf genauer betrachten, ist es die letzte Prüfung, der letzte Konflikt. Und danach werden die Plagen fallen, ohne Gnade. Und dann wird Christus wiederkommen. Also das ist
die letzte Entscheidung vor dem Ende der Gnadenzeit. Und durch diese Zeit hindurch zu gehen, heißt, sie sind lebendig, wenn Christus wiederkommt. Sie haben diesen Konflikt überlebt und werden ihn lebendig empfangen. Und das nur zur Erinnerung, also dieses Mahlzeichen des Tieres, das ist die Sonntagsgesetzgebung, unter anderem der Todesstrafe und des wirtschaftlichen Boykottes, das haben wir in Offenbarung 13 betrachtet. Und die Konstellation der Verfolgung, die sich da ergibt, war auch Gegenstand unserer Betrachtung in Offenbarung 13. Nicht, dass es die vereinten sonntagshaltenden Kirchen sind, die den Staat und den USA zuvorderst nötigen werden, eine Sonntagsgesetzgebung zu erlassen und damit eine Verfolgung einzuleiten, von der Jesus sagt, es ist eine Verfolgung, wie sie nie gewesen ist. Wir haben das auch in einem anderen Kapitel, diesen ganzen Konflikt schon betrachtet, nämlich am Ende von Offenbarung 12. Könnt ihr euch erinnern? In Offenbarung 12 heißt es in Vers 17, und der Drache wurde zornig über das Weib oder über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht. Und wodurch zeichnen sie sich aus? Sie haben das Zeugnis Jesu. Nicht nur das Zeugnis Jesu, sondern auch, sie halten die Gebote Gottes. Die Gottesgebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Auch hier ist wieder die Gruppe der Übrigen beschrieben und die am Ende übrig bleiben. Der Rest vom Rest, der Rest der Übrigen, das sind die 144.000, die den ganzen Zorn Satans erleiden müssen, ihn aber durchstehen und lebendig sind, wenn Christus wiederkommt. Der ganze Konflikt, der hier zum Tragen kommt, wird ja auch deutlich in Vers 4, nochmal Offenbarung 14, Vers 4, damit kommen wir aber auch schon zum Ende. Da heißt es ja, diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Und Frauen in biblischer Prophetie sind? Gemeinden. Sind Kirchen. Ja, Gemeinden, Kirchen. Und in Offenbarung 13 haben wir ja gerade den Einfluss der Kirchen gelernt, dass diese sich zusammentun, um eine Sonntagsgesetzgebung überhaupt erst möglich zu machen. Es sind die protestantischen Kirchen Amerikas, die dem Tier, dem Papsttum, wieder zu alter Macht verhelfen werden. Und die 144.000 sind solche, die sich mit ihnen nicht befleckt haben, sondern die rein geblieben sind. Auch das ist ein Merkmal der 144.000. Wir sehen ja auch an dieser Stelle, wo dieser Abschnitt steht, auch wenn wir das die nächsten Male weiter betrachten, werden wir sehen, dass es kein Zufall ist, dass an dieser Stelle die 144.000 auftreten. Wir haben das Offenbarung, 13. Kapitel der Offenbarung hinter uns, wir kennen den Konflikt. Und aus diesem Konflikt kommen die 144.000 hervor und im weiteren Verlauf werden wir erfahren, welches ewige Evangelium sie zu dem gemacht hat, was sie dann auch gewesen sind. Für uns ist wichtig, dass wir diese Dinge nicht nur hören, sondern dass wir auch selber danach streben, ein Teil dieser 144.000 zu sein. Das mag uns so unmöglich vorkommen, wenn wir auf unser Fleisch, auf unser Leben gucken, auf unser Tun, auf unsere Neigung, auf unsere Fehlerhaftigkeit. Aber es ist ja auch nicht unser Werk. Es ist ja auch nicht unsere Kraft, die es vollbringt. Sondern was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und hier ist eine Gruppe, die sich besonders durch den Glauben auszeichnet, denn durch den Glauben sind sie Überwinder geworden. Der neue Bund oder das Ziel des neuen Bundes, die Verheißung des neuen Bundes, kann nur im Glauben erlangt werden und nicht durch unsere eigene Kraft. Und möge Gott uns Gnade schenken, dass wir Teilhaber sind, dass wir mithelfen, dass wir uns zur Verfügung stellen als Werkzeuge, dass diese 144.000 offenbar werden. Und dann möge Gott uns Segen schenken,
dass auch wir Tag für Tag den Sieg haben über die Sünde, dass auch wir Tag für Tag die Erfahrung des neuen Bundes machen, bis das Werk schließlich vollendet ist. Amen. Amen.